Mülheim, das ist echt mal kein Kindergeburtstag. Zum 14-jährigen Bestehen der Bandidos ist in Mülheim an der Ruhr auch die Polizei zur Geburtstagsfeier gekommen. Ohne Einladung. Zur Feier des Tages haben die Beamten am Samstagabend mehr als 1000 Drucker kontrolliert. Insgesamt stellten die Beamten dabei 40 Gegenstände sicher. Darunter verschiedene Messer, Schlagstöcke, Totschläger, Gaspistolen und Baseballschläger. Wegen der groß angelegten Kontrollen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auch der Betrieb in einer Shoppingmeile nebenan wurde beeinträchtigt. Sonst gab es keine Zwischenfälle. Vor allem habe es keine Konfrontationen mit rivalisierenden Rockergruppen gegeben. Und auch Machtdemonstrationen der Rocker im Mülheimer Stadtgebiet seien laut Polizei ausgeblieben. Im Ruhrgebiet kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Rockerbanden Bandidos, Hells Angels und Satudara gekommen. Erst vor einer Woche wurde ein Bandidos-Mitglied in Oberhausen niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt.